In der dritten Runde des DHB-Pokals mussten sich die Männer vom SC DHFK Leipzig mit einem Ergebnis von 23:34 gegen Erstligisten Füchse Berlin geschlagen geben. Doch bei diesem Spiel ging es natürlich nicht nur um das Ergebnis. Ja, es war heute ein schönes Gefühl. Wir hatten eine tolle Stimmung hier und es hat einfach Spaß gemacht, muss ich sagen. Vor allem in so einer schönen Halle, wenn es ausverkauft ist, die Fans machen Stimmung, das ist super. War einfach nur geil, unbeschreiblich kann man dazu nur sagen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so viele Leute hier in der Halle, 1800 Zuschauer glaube ich. Da macht das natürlich Spaß und es ist natürlich eine Ehre, mal gegen den Erstligaverein ran zu dürfen. Aber man sieht natürlich auch, dass noch ein bisschen was fehlt oder dass noch Platz nach oben ist. Die erste Liga, die spielt grundsätzlich wesentlich schneller. Wenn du einen Fehler machst, gibt es sofort einen Gegenkonter. Aber ich denke, wir sind körperlich fit genug, um da mitzuhalten. Das ist nicht das Problem. Wir haben noch nicht ganz die Klasse, um über 60 Minuten das zu schaffen. Und heute sind wir, glaube ich, an unsere Grenzen gestoßen, teilweise. Aber hier konnte man manchmal richtig zugreifen. Das war positiv. Ja, körperlich anstrengender, ich weiß es nicht. Also bei mir nicht. Wann wollt ihr denn erste Liga spielen? Ja, ich hoffe doch, so schnell wie möglich. Wir lassen einfach alles auf uns zukommen. Wäre gut in 3, 4, 5 Jahren. Naja, also ich denke, bis zur ersten Liga ist es noch ein weiter Weg und man darf da jetzt auch nicht zu viel träumen, aber man muss natürlich irgendwie ein Ziel haben. Aber in den nächsten 3 bis 4, 5 Jahren sollte das schon machbar sein in Leipzig, wenn wirklich die richtigen Leute am Werk bleiben. Und ja, ich bin überzeugt, dass wenn sich das hier weiterentwickelt, das auch irgendwann mal erste Liga-Programm sein könnte.